Hallo Welt, da sind wir wieder, hier noch in Grey Garden. Und ich sehe gerade, wir haben immer noch unsere Charisma-Brille auf. Und wir sollten vielleicht mal langsam eine andere anziehen. So, unsere Wahrnehmungsbrille für den Weg. Auf den Weg begeben wir uns jetzt. Moment mal, Moment. Wir müssen erst ein bisschen Zeug loswerden. Wir sind schon wieder ziemlich überladen. Wie kommt das denn? Wir haben ja ein paar Impro-Pistolen. Und wir haben das Kniekracher-Kampfmesser. Wiegt aber nicht so viel. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ein wenig Kleidung. Ja gut, das ist die Kleidung, die wir sowieso immer dabei haben. Ansonsten, ja okay, das Gwinnett Pale, das eiskalte, das könnten wir hier lassen. Und, ja, wir haben ein bisschen was geerntet. Ja gut, ein paar Hilfsmittel also ziehen uns runter. Und natürlich sehr viel Schrott haben wir hier. Also Grey Garden ist gar nicht so schlecht, gerade wegen Mr. Green, der uns dann zum Beispiel Holz und Beton verkauft. Das ist ja super. Das heißt, in Grey Garden hätten wir eigentlich gar kein großes Problem, hier unsere Neugierde mal zu stillen und zu versuchen, bis zur Brücke raufzubauen. Ja, ich würde ganz gerne wissen, ob man das schafft. Werden wir in Zukunft auf jeden Fall mal machen. Und jetzt legen wir hier erstmal unseren Schrott ab. Und auch ein paar Waffen noch. Was habe ich gerade gesehen? Die Impro-Pistole können wir hier lassen. Die Plasmamine, wollen wir die mitnehmen? Nein, nicht unbedingt. Die lassen wir auch mal hier. Die Impulsmine nehmen wir mit. Die wollen wir mal ausprobieren. Und ich denke, das Kampfmesser können wir auch hier lassen. Fehlt dann nur noch ein bisschen was hier von dem, von den Hilfsmitteln, denke ich. Eichhörnchenbissen behalten wir mal und eiskaltes Gwinnett Pale werden wir nachher dann Ada geben, damit wir das dann irgendwann einmal in Sanctuary abgeben können. Da soll ja unsere Bar entstehen, die schon ziemlich weit fertig ist. Mutterbeeren würde mich interessieren, was wir da für Kronkorken noch bekommen. Apropos Kronkorken. Ja, wir sollten doch mal schauen, ob wir... Naja, das machen wir nicht. Wir verzichten drauf. Wir haben knapp 20.000 Kronenkorken ausgegeben in den letzten Folgen. Und haben ordentlich auf... Ja, ordentlich drauf verzichtet, uns die Kronenkorken halt wiederzuholen, wie man sieht. Das muss auch dabei bleiben erstmal. Also wenn wir jetzt anfangen, wieder Jet zu machen, dann fehlt wieder Plastik. Ich denke, wir sollten wirklich in dieser Folge endlich unserer Mission mal wieder nachgehen. Wo ist denn hier was? Hier ist was. Und wir haben wahrscheinlich die ganze Zeit alles, was wir gemacht haben, genau ohne Eichhörnchen-Eintopf gemacht. Das heißt, wir haben sehr viele EPs in den letzten wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so 4 oder 5 Folgen verschenkt. Da hätten wir ein bisschen mal drauf achten sollen. Okay, jetzt haben wir ihn Intus und wir schauen mal, wie viel Jet könnten wir denn jetzt brauen. Okay, wir haben einiges an Plastik schon. Dünger ist noch immer ein bisschen wenig. Ich denke, wir halten uns damit zurück. Verzichten vorerst auf die Kronkorken. Ich denke, die können wir uns nachher dann nochmal holen. Und es wird mehr Spaß machen, wenn wir dann wieder mal... wie ganz am Anfang, wie das beim ersten Mal war, so viel Jet haben, dass wir wirklich alle Siedlungen fast abklappern können und uns dort dann Kronkorken holen können. Und ich denke, dann werden wir auch etwas schneller vorankommen. Jetzt soll es aber erstmal weitergehen. Moment, bevor ich den Satz zu Ende spreche. Schauen wir nochmal nach dem Aufseher Green. Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten. Genau, feilschen wir im Garten. Ja, okay. Schauen wir mal, ob er jetzt vielleicht schon wieder neue Sachen hat. Nein, hat er nicht. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das müssen wir uns unbedingt merken, dass... Grey Garden haben wir so vernachlässigt in der letzten Zeit. Es war für uns anfangs, sah das sehr uninteressant aus. Mal sehen, was sich hier in der Nähe befindet. Oberland Station ist ganz in der Nähe.
Dann haben wir die Sunshine Tidings Kooperative. Da müssen wir unbedingt auch mal was machen. Ist aber schon ein Stückchen weiter weg. Hangman's Alley ebenfalls, ja. Also normalerweise müsste sich hier von der Entfernung, also an der Entfernung jetzt gemessen. Da haben wir ja überall hier was. Hier ist Covenant. Hier oben Style, also im Umkreis ist überall. Nur auf dieser Seite ist nichts. Eigentlich müsste sich hier irgendwo auch noch was befinden. Dass wir hier auch noch irgendwo eine Siedlung bekommen könnten. Also hier an der Seite fehlt einfach irgendeine Siedlung. Wir haben Grey Garden hier in der Nähe. Das ist da unten, aber da oben sind auch zwei. Hier sind welche. Einige sogar. Na gut. Nur so also dass man sich das mal merkt, dass man hier vielleicht das ganze Gebiet hier vielleicht mal richtig durchsucht, ob wir hier noch eine Siedlung finden, die sich vielleicht den Minuteman auch anschließen möchte. Müsste nämlich eigentlich sein. Meine ich, von der Logik. Wie auch immer. Wenn ich mich nicht irre, können wir jetzt endlich beruhigt aufbrechen. Ja, wir sind etwas schwer beladen, aber wir haben auch... Naja, was haben wir denn dabei, was so schwer ist jetzt? Schmutziges Wasser haben wir noch dabei. Und genau, das ganze Gwinnett Pail, da wiegt eins also ein halbes Pfund. Und das Gwinnett Pail, das wiegt doch auch einiges. Gewicht 1, ja klar. Ja, da wird man ja schon wieder ganz schön runterkommen. Vielleicht geben wir das jetzt sofort Ada. Wo ist Ada? Da ist Ada. Aufgepasst. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Sicher, werfe sie einen Blick darauf. Geben wir ihr das sofort. Umso mehr können wir dann unterwegs einsammeln und brauchen dann nicht Ada so schnell wieder zu belästigen. Also das eiskalte Gwinnett Pail soll sie haben, alles. Und auch das aufbereitete Wasser, das schmutzige Wasser, Entschuldigung. Ja, das wiegt ja nicht so viel. Oh, Eichhörnchen-Eintopf wiegt ja auch so einiges. Aber gut, mit 160 bin ich eigentlich zufrieden. Dennoch sind wir mal bei 107 oder 134 sogar gewesen. Von dem Gewicht, was wir so mit uns rumschleppen hier unten. Also irgendwas haben wir noch dabei, was wir nicht beihaben müssten unbedingt. Nun ist das vielleicht im Moment nicht so, ja okay, wir haben hier die Impulsminen und sowas dabei. Die wollen wir ausprobieren. Deswegen sabbel ich jetzt nicht lange weiter, sondern es geht jetzt los. Endlich weiter Richtung Vorthagen. Satellitenstation. Vielmehr ist das keine Satellitenstation, zu der wir müssen, sondern zu diesem Funkverstärkungsmasten dort. Und der hat einen Namen, den sich kein Mensch auf der ganzen Welt merken kann. Irgendwas mit BB00-857 oder so ähnlich. Wir können ja mal nachgucken auf der Karte, wie der jetzt wirklich heißt. 0BB915. Ja, sowas kann sich doch keiner merken. BB konnte ich mir gerade noch merken. Das ist doch schon mal was. Nur nicht die Reihenfolge so. Die hat nicht so ganz gestimmt. Oh, Supermutanten, ja gut. Müssen wir jetzt nicht unbedingt uns mit anlegen. Gehen wir mal ganz außen rum hier. Ja, ich erinnere mich, hier war unsere erste Begegnung oder unsere erste größere Aktion gegen die Synths. Ach, Ada wird sich doch wohl jetzt nicht mit den Supermutanten rumprügeln wollen, oder? Na, wie es sich anhört, schon. Von hier aus sieht man nichts. Naja, sei es drum, sie wird schon nachkommen. Und wir werden hoffentlich gleich da sein. Ah ja, da hinten sieht man schon diese Satellitenstation von Vorthagen. Hier vorne haben in der Vergangenheit mal Raider gelauert. Tatsächlich ist jetzt auch wieder einer da.
Okay, den haben wir. Und sein ganzes Zeugs haben wir auch eingesammelt. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich noch gucken. Ja, es hat sich hier alles wieder so ein bisschen aufgeladen. Also der Raider, der hier war, hat hier überall wieder was reingesteckt und den Safe wieder versperrt. Das heißt, auch dafür bekommen wir jetzt vielleicht ein paar Punkte, wenn wir ihn wieder knacken. Okay. Geschafft. Das übliche Zeugs ist da drin, das nehmen wir mal alles mit. Da war jetzt nichts Besonderes, kein Schlüssel oder irgendwas Passwort-ähnliches. Aber wenn wir, ja doch, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns verstecken, dann sind wir immer noch in Gefahr. Hier könnte man eben nochmal schlafen gehen. Ein Stündchen. Huh, was ist das? Nuka Sherry, Nuka Sherry und Nuka Cola. Aber dann dreimal Nuka Cola Quantum. Na, das ist ja mal eine Überraschung. So, schön wieder zugemacht. Sehr schön, ja. Sollen wir denn eine Stunde schlafen? Dann ist vielleicht Ada auch wieder da. Machen wir das doch einfach mal. So. Ada ist direkt da. Ja, richtig. Abgeschlossen. Warte darauf, dass der Augenbot Automine aufspürt. Und Berge Automine aus MedTech Research. Und ja, das andere war, glaube ich, auch noch abgeschlossen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Runde geschlafen. Sind ausgeruht, darauf kommt es aber weniger an. Mehr kommt es darauf an, dass wir quasi jetzt abgespeichert haben. Wir üben schon mal für den Survival-Mod, der jetzt die Tage irgendwie rauskommen muss, mit dem Patch 1.5. Ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der es am wenigsten erwarten kann, dass der Survival-Mod rauskommt. Ich spiele ja fast schon hier nach dem Survival-Mod, also keine Schnellreisen und Schnellspeichern vergesse ich sowieso immer. Von daher wird das keine sehr große Umgewöhnung für mich wahrscheinlich. Haben wir das Gebäude da oben schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Das kommt mir irgendwie so gar nicht bekannt vor. Warum verstecke ich mich jetzt schon? Das sind ja noch über 70 Meter. Jetzt kann man anfangen, sich zu verstecken. Und wir nehmen mal unsere... Ja, Stimpak, okay. Ich wollte sagen, unsere schwere Waffe ziehen wir mal raus. Obwohl ich glaube, vielleicht schaffen wir das sogar waffenlos, gegen die Horde anzukommen. Ja, sie sind aber schon in irgendeiner Schlacht mit irgendwem. Aber mit wem? Robohirn? Okay, das verstehe ich noch. Womit streitet er sich denn? Da müssten wir doch irgendwie... Ich sehe da jemanden, aber... Was ist das? Raider? Ach, ein Minuteman, jetzt ehrlich? Ja, das können wir doch nicht zulassen. Moment mal. Genau. Na, da hätten wir jetzt aber mal ein bisschen schneller schalten sollen. Ich fürchte, dem Minuteman da oben geht's nicht gut. Das war ein einziger. Und wir haben ein Level-Up wenigstens. Schauen wir mal, wie es unserem Minuteman geht. Das heißt nicht Minuteman, das heißt Minuteman! Wo ist er denn? Okay. Oh mein Gott. Alle Minutemen sind tot. Da steht noch einer. Hallo Minuteman. Hallo, Ma'am. Ja, was soll ich sagen? Ihr seid ja auch absolut falsch ange... Oh, Siedler sind tot. Noch mehr Siedler, Minuteman. Ja, der war aber schon... Der hatte doch eine Metallrüstung und alles an. Naja. Das Schöne ist, so traurig das auch ist, und so schlecht für die Minuteman, wir können hier so viel einsammeln, wie ich schon sehe. Haben wir den Roboter eigentlich? Haben wir da schon was eingesammelt? Psycho gibt's auch noch in der Ecke. Und so viel zum Einsammeln. Ja, Siedler hier so viel. Wie kommt das denn? Minuteman. Minuteman. Und ein Servomech-Schrottbot. Ah, die haben sich darum schon gekümmert. Okay. Dann waren das doch mehrere diesmal. Servomech-Schwarmbot hier zum Beispiel. Robohirntorso. Na gut, wir müssen den einen noch finden, den wir da gerade...
ausgeschaltet haben. Und der Minuteman, der bleibt jetzt hier. Ja? Hey, General. Okay, ja, er kennt uns wenigstens. Schauen wir uns nochmal nach dem Roboter um dem Robo hier. Ach, hier liegt's ja. Ach ja, das hatten wir doch schon. Ja gut. Das sieht mir aber gar nicht mal so schlecht hier aus. Was ist denn hier los? So viele Betten, alle verrostet, na gut. Und die silberne Taschenuhr, die hat hier drin geleuchtet. Können wir denn hier drin schlafen auch? Oder sind die... Ja, tatsächlich. Ist gar nicht... Vielleicht ist das schon... Ich sagte ja, in dieser Gegend müsste irgendwo noch eine Siedlung sein, die wir einnehmen müssten. Denn im Umkreis ist das der einzige Ort hier, so die einzige Gegend, in der wir nichts einnehmen konnten bisher. Vielleicht gucken wir uns hier jetzt in der Zeit, in der wir jetzt hier sind, eben mal so ein bisschen um. Auf jeden Fall kann man hier sehr viel mitnehmen, was wir auch mal machen werden. Dann werden wir in der Nacht gleich natürlich schlafen gehen, hoffe ich. Betten haben wir ja zur Genüge gefunden und ja, wir kamen jetzt gar nicht dazu, unsere Minen auszuprobieren, aber Fusionszellen so viele, ja wunderbar. Hier ist ja richtig viel sogar. Schreibtisch, was ist hier mit dem Monitor? Der sieht gar nicht so kaputt aus. Ja, also dafür, dass das hier so abgelegen ist, bin ich jetzt überrascht, dass hier jetzt doch so viel zu finden ist und dass hier so viel los ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier auch noch irgendwo eine Werkstatt finden. Und dass wir dann also hier eine Siedlung quasi noch für uns gewinnen können. Für die gute Aufgabe eben. Hier drüben waren wir drin in dem Gebäude. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich, hier waren wir drin. Da haben wir alles rausgeholt, denke ich. Aber natürlich sind wir wieder überladen. Schade, der Minuteman hier, der hätte uns ja schon sagen können, hier ist eine Siedlung, die zu dem Minuteman gehören will. Das wäre übrigens sehr schön, wenn wir noch eine Red Rocket Raststätte bekommen könnten. Da drin leuchtet auf jeden Fall was, da werden wir auch mal reingucken. Aufgepasst. Erstmal, was kann ich für dich? Erstmal werden wir Ada, tut mir leid, dass ich dich abgewürgt habe, Ada, ein paar Sachen geben, unseren gesamten Schrott erstmal. Und die ganzen Mods natürlich auch. Das müssen wir ja nicht unbedingt jetzt mit uns rumtragen. Und da findet sich mit Sicherheit noch mehr, was wir ihr geben können. Irgendwann wird sie natürlich auch mal voll sein. Ja, streuend Lasermuskete, das gehört den Minuteman eigentlich. Und wir konnten die Minen gar nicht ausprobieren. Da sind uns die Minuteman entgegen zuvorgekommen einfach. Also das hat sich hier richtig gelohnt, hierher zu gehen und da ein bisschen was mitzunehmen. Und wir sind leichter als vorher. Wieso das denn jetzt? Wir werden hier irgendetwas gegeben haben, was wir behalten wollten eigentlich. Ja, hier ist eine ganze Siedlung. Also da sind noch Häuser, die werden wir uns jetzt erstmal nicht angucken. Ich bin dafür, dass wir uns hier diese Red Rocket Raststätte nochmal... Was war das? Vortagen. Ach so, Bevölkerungswarnsystem irgendwie, so etwas haben wir hier mitbekommen. Bevölkerungswarnsystemübertragung. Die hören wir uns noch an, während wir mal in der Red Rocket Raststätte nachschauen.
Und das war's. Schon haben wir das Signal verloren. Wir werden allerdings hier noch alles rausholen. Keine Werkbank hier für uns. Das ist aber schade. Ansonsten ist hier so ziemlich alles, was wir hier erwartet hätten und uns gewünscht hätten, ist hier. Also wir haben genug Material. Also wir können nicht meckern. Wir hätten hier sogar, wenn eine Werkbank hier wäre, hätten wir hier sogar Beton. Also es sieht auch verdächtig danach aus, als könnte hier irgendwo eine Werkbank noch stehen. Aber vielleicht können wir sie einfach nur nicht finden. Wir werden, wenn es hier eine gibt, werden wir sie auch finden. Okay, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass wir hier vielleicht noch ein Bett oder so etwas finden. Ja, ich hoffe, wenn der Survival-Mod kommt, wäre natürlich schön, wenn man dann auch einen Schlafsack mitnehmen könnte, also so im Gepäck hätte. Das wäre natürlich spitze. Ja, es macht jetzt nicht so viel, also wir werden vor Tagen hier, werden wir auf jeden Fall durchsuchen, aber es macht jetzt nicht so viel Sinn, in der Dämmerung hier weiter zu suchen. Da sieht man ja nichts. Dieses Haus nehmen wir uns noch vor, das rote. Ja, das ist zu. Ja, wie es aussieht, kommt die Notfallnachricht hier oben von der Satellitenstation vortragen. Ach, das ist ja mal was Neues. Northern Beach hat durch einen Anschlag Schaden genommen. Können wir das noch irgendwo lesen? Okay, die Nachricht kennen wir jetzt, aber das habe ich vorher noch nie gelesen. Hätten wir da doch mal helfen sollen? Oh, jetzt haben wir so viele Sachen erledigt. Ich glaube nicht, dass wir das hier drin wiederfinden. Und das heißt, nachdem wir jetzt das hier erledigt haben, wird unser nächstes Ziel sein, dass wir eben diese eben benannten Städte, Red Rocket Raststätte und Northern Beach aufsuchen. Naja, hier drin steht jetzt, glaube ich, nichts mehr. Und dort mal nach dem Rechten sehen, denn so eine Nachricht hatten wir bisher noch nicht bekommen. Dass also eine Siedlung Schaden genommen hat durch den Angriff.
Ja, logisch ist das auf jeden Fall, dass sowas mal passiert, aber vorher kam das ja nie. Entweder gewonnen oder verloren. Na, ich glaube, das wird jetzt hier wohl kaum drinstehen. Ja, warum sollte es, wenn es hier drin steht, warum sollte es dann so weit hier unten stehen? Das sind ja welche, die wir schon lange, lange gemacht haben. Ich glaube, es steht einfach nicht drin. Man hätte einfach schnell lesen müssen, was da so stand. Und ja, wir können hier mal gucken. Also Red Rocket Raststätte auf jeden Fall. Jamaica Plain scheint sich verteidigt zu haben. Und die Red Rocket Raststätte, da fehlt es jetzt an Schutzbetten. Wasserenergie, da wurde wirklich ordentlich was zerstört. Und das andere war Nordhagen Beach. Nordhagen Beach, ja, da habe ich mich geirrt. Nordhagen Beach, da fehlt nichts scheinbar. Das sieht alles in Ordnung aus, sogar die Moral. Okay, aber ist immer noch ganz gut, finde ich, von der Moral. Mal sehen, wir fangen mal oben an und gucken, welche Siedlung sonst noch was braucht. Hier in Abernathy Farm, da fehlt es an Betten. Okay, da sind ein paar viele Leute. Auch im Außenposten Simonia, das ist ja alles da oben, die Ecke Bunker Hill, da waren wir erst, sieht einigermaßen gut aus. Da sind ein paar Leute, glaube ich, hinzugekommen, 19 sind jetzt da. County Crossing, ja, hat immer noch ein Moralproblem, die Energie fehlt. Das kann aber nicht richtig sein, glaube ich. Hier haben wir Covenant, da fehlt es an Essen, na gut, das mag ja sein. Versteck des Mechanists, okay, da sind ja keine Leute. Der Slog müsste eigentlich soweit auch zufrieden sein. Mal sehen, die Burg ist zufrieden. Okay, Dunkelwasserbaustelle. Betten fehlt es dort am Betten. Die hatten auch erst einen Angriff nicht geschafft letztens. Aber da stand eben nicht, dass die Siedlung Schaden genommen hätte. Hier haben wir Good Warwick. Betten fehlen in Good Warwick. Ach, das ist da unten. Ja, in der Nähe von Spectacle Island. Na gut. Also, wir kommen gar nicht drum rum. Wir werden eine Siedlungstour machen müssen. Ob wir wollen oder nicht. Ich halte es ja noch für etwas zu früh dafür. Definitiv zu früh. Wir brauchen sehr viel mehr Material. Aber einmal rumrennen und überall Betten aufstellen noch. Warum fehlen auf einmal überall so viele Betten? Ich meine, das ist schön, dass die Siedler jetzt so langsam mal dahin kommen. Das gefällt mir. Ja, gut. Wir können ja eine Tour machen, in der wir jetzt zum Beispiel die Betten aufbauen und überall diese Augenbot-Kapseln. Mal sehen. Ich werde mir noch was überlegen, wie wir das machen. An dieser Stelle mit diesem Bild bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.